Okay, so, was haben wir denn jetzt noch alles offen hier an Sachen? Wir haben auf jeden Fall hier vorne noch den Schatz, wobei wir eigentlich nochmal gucken müssten, ob wir hier vielleicht noch was in der Nähe haben. Man hat hier mal öfter mal so eine Markierung. Hier zum Beispiel ist auch noch ein Schatz zu finden, der gar nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Also sollte man öfter mal schauen. Ich hätte das schon mal erwähnt. Da ist auch zum Beispiel einer. Also durchaus mal die Gegenden anschauen. So, ich markiere die mal ganz kurz hier. Dann haben wir hier den zum Einsammeln. Ich hoffe, der andere ist dann gleich noch da als Markierung. Ist mal ein bisschen undurchsichtig, weil die Markierung mit verschwindet. Das weiß ich nicht so hundertprozentig. Und hier geht es... Ah ja, alles klar. Sehr schön. Cool. Ein bisschen Eisen gefunden. Brauchen wir natürlich jetzt nicht unbedingt. Haben wir genug davon. Und hier vorne den Schatz hätte ich auch gerne noch. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, genau das meinte ich. Ja, ist doch okay. Die Aktualisierung für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands wird mir immer angezeigt oben. Die ploppt immer mal wieder auf. Das nervt etwas. So, hier ist eine Markierung, die auch wieder unter uns ist. Oder? Ist die unter uns? Hm. Okay, auf jeden Fall, da geht's... Oh, nee, Moment, da sind wir oben. Es gibt so viele Sachen, die man hier anschauen kann. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal Zeit nehmen, entsprechend 83 Meter direkt unter uns. Ja, WTF. Wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie eine Art Kanalisation hier unter Memphis gibt. Durchaus möglich, gerade wenn die Stadt irgendwie zum Himmel stinkt, wäre durchaus im Bereich des Möglichen. So, wir schauen mal ganz kurz hier drüben, hatten wir doch noch irgendwie eine Markierung. Ganz kurz markieren hier. Na, nein, nein. Okay, sehr schön, dann verliert man die auch nicht aus den Augen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, man sollte sich auch mal hier die Zeit nehmen und Abschnitt für Abschnitt oder Viertel für Viertel in der Stadt hier untersuchen, denn es gibt halt, wie gesagt, so viele Sachen, die man entdecken kann. Auch hier wieder ein Schatz. Haben wir hier Schönes drin? Irgendwas Sinnvolles? Nein, natürlich nicht. Mann, das Update da oben nervt. Gut, ich kümmere mich mal ganz kurz um das Update und bin gleich wieder da. So, dann bin ich wieder zurück hier in Memphis. Ich habe mal eben ganz kurz, ja, ganz kurz in Anführungszeichen, das Update für Ghost Recon Wildlands runtergeladen. Waren ganze 12,5 Gigabyte, hat ein bisschen gedauert. Wir haben Gott sei Dank eine schnelle Internetleitung, sodass das nicht ganz so problematisch ist. Aber, naja, 12 GB lädt man halt auch nicht mal eben so runter. So, was haben wir denn hier? Memphis Garnison. Okay, die haben wir schon was entdeckt. Aber ich wollte mal ganz kurz gucken, ob der irgendwas Schönes im Angebot hat. Immer der gleiche Schrott, wie immer. Immer wieder ein Vergnügen. Kann man was auffüllen? Ah, Pfeile. Okay, sehr schön. Gut, ich habe mal auf jeden Fall schon mal die nächste Quest aktiviert. Hier, es stinkt zum Himmel. Das Problem mit dem Gestank in Memphis gilt es zu lösen. Und wir müssen erstmal mit den Priestern hier an den Gräbern sprechen. Mal schauen, was sie denn zu sagen haben. Vielleicht haben wir da schon die ersten Hinweise darauf, woran das liegen könnte, dass hier so, ja, merkwürdig riecht. Zum Glück gibt es noch keinen Geruchs... keine Geruchsübertragung hier beim Spielen, das wäre da extrem episch, wenn dann der ganze Raum auf immer stinkt. Nach was auch immer, ich möchte es gar nicht wissen. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann anderen Worten jetzt Schiss. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Jo, Guti. Suche nach Rauch aus Weihrauch. Opfern vor anderen Eingängen. Was? Warum? Weshalb? Wieso? Deine Glieder überdauern, du kennst keine Verderbnis. Nicht abstoßend,
Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer, oh mein Gott. Du bist nicht abstoßend. Oh mein Gott, sag ich denn wohl. Hier ist die Gruft des Osiris. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier gucken. Vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Schatz und vielleicht auch noch ein bisschen was zum Plündern. Ich bin natürlich kein Grabräuber, wie Bike das schon selbst von sich behauptet hat, aber naja. Wenn es was Wertvolles gibt, nehmen wir es natürlich mit. Hallo? Okay, es klingt ja irgendwie ein bisschen... Er scheint auf jeden Fall auch ein bisschen komisch zu riechen, denn er hat so ein bisschen Atemprobleme, der gute Bayek. Warum auch immer. Was gefunden? Bisher nicht. Mit der Fackel, jawohl. Brenne in der Hölle. Warum nimmt er denn die Fackel zum Meuchelmordangriff? Weil sind da noch die Klinge. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Okay, sehr schön. Haben wir das schon mal erledigt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass hier unten Grabräuber unterwegs sind. Natürlich werden wir alles dafür tun, dass sie hier nicht weiter die Gräber schänden. Das lassen sie uns bitte gerne übrig. Danke. Erkunde die Höhle und finde die Quelle des Gestanks. Na, wir sind auf der Suche. In Hoffnung, dass wir das finden. Was auch immer die hier gemacht haben. Oh, hallo. Oh mein Gott. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, wo haben wir die Untersuchungspunkte? Haben wir hier schon direkt... Ah, hier geht's weiter runter. Aber erstmal gehen wir natürlich hier nach hinten in die Richtung, denn scheinbar war hier noch ein Raum, den wir noch nicht untersucht haben. Oder war das hier wohl der Schatz? Ich weiß gar nicht. Ne, hier geht's nach draußen. Also, mehr oder weniger nach draußen. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Okay, was ist denn hier oben? Irgendwie... Haben wir einen Ausgang in Richtung Memphis, würde ich mal vermuten. Naja, egal. Wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter runter in die Gruft und schauen mal nach, was da los ist. Ich hoffe tatsächlich, dass wir dann... Ah, hier haben wir ganz viele Markierungen, die wir untersuchen können. Ich hoffe tatsächlich, dass wir dann dort entsprechend überhaupt vorankommen, ohne dass wir vorher ersticken oder sonstiges. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Boah, ich bin echt froh, dass es hier gerade nicht Übertragung von Gerüchen gibt im Spiel. Das wäre noch, glaube ich, richtig ekelhaft, wenn man hier so Leichengestank, Fäulnisgestank hat von den ganzen verwesenen Leichen. Ihh, ist ja widerlich. Die Mumien. Sie verrotten. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. So, was ist das hier oben für eine Markierung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wir schauen mal ganz kurz nach. Komme ich da ran? Oder ist das nur die Markierung hier für den Durchlass? Wobei hier unten ja schon eine Markierung ist. Riss durchqueren und hier oben? Hm, keine Ahnung. Da oben ist auf jeden Fall auch noch irgendwas zum Einsammeln. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht hinkommen. Ja, keine Ahnung, was das für eine Markierung ist. Wir gehen erstmal hier durch.
glaube, das ist tatsächlich einfach nur einfach so eine Markierung. Nichts wirklich Dramatisches. Auf jeden Fall schon mal den Eingang jetzt freigeschaltet. So, mal ganz kurz gucken, wo war denn die blaue Markierung hier? Oh, hier rechts irgendwo. Ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt von hier aus rankommen. Denn es gibt ja durchaus unterirdische Bereiche, die voneinander abgeschottet sind. Mal hier irgendwo lang. Vielleicht hier runter. Nee, offensichtlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, einmal wieder nach draußen. Ein bisschen frische Luft schnappen. Soweit man es als frische Luft bezeichnen kann hier in Memphis, wenn es eh schon alles stinkt. Also wenn jetzt wirklich hier unten die Leichen die ganze Zeit verrotten, kann ich mir echt vorstellen, dass ein bestialischer Gestank ist hier in der Stadt. Da würde ich nicht gern leben. Und besonders, wenn du gleich das Haus oben drüber hast. Also durchlüften ist da nicht. Okay, 316 Meter. Wo ist denn der Tempel oder beziehungsweise das Haus des Einmalsamiers? Haben wir einen Schnellreisepunkt in der Nähe? Natürlich nicht. Wie soll es noch anders sein? Gut, dann einmal hier vorne auf die Straße. Oh, Mensch, pass doch mal auf, wo du hinrennst, Pferdchen. Kannst du nicht einfach die Leute über den Haufen rennen? Aus dem Weg! Stimmt nicht mit dir! Was stimmt nicht mit euch, Freunde? Was stimmt nicht mit euch? So, einmal hier nach vorne. Ich hatte vorhin beim Ladebildschirm noch irgendwie eine... Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Ja, was ich gerade sagen wollte, bevor mich unterbrochen hat, der Bike. Ich habe vorhin beim Ladebildschirm noch irgendwie eine coole Nachricht gesehen. Die wollte ich eigentlich noch erzählen. Allerdings, weiter habe ich es natürlich wieder vergessen. So, wir haben auf jeden Fall hier ein Papyrus in der Nähe. Aber erstmal quatschen wir mit dem Einbalsamierer. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja. Der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Irgendwie traue ich dem Frieden nicht hier. Der macht ein bisschen merkwürdigen Eindruck, der Typ. Wenn du im Namen des Hohepriesters hier bist, musst du ein mächtiger Mann sein. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, was wir denn hier finden. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise darauf, was ja schiefgelaufen ist. Sage doch zu dem auf seiner Flut. Friede sei mit dir. Ich möchte... Siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Hättet ihr ein... Dein Gesicht ist das eines Windhundes. Dessen Nase den Schrein zu meinen Füßen wittert. Was zum Henker hat der denn geraucht? Das ist nicht sehr nett. Das rettet mich an... Ich bin nie aus Priestern schlau geworden. Oh Mann, das erinnert mich an Asterix und Obelix. Meine Füße mögen mich als Rom, glaube ich, wo er dann sagt, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Bewegung ohne Ende. Was zum Henker? Wobei ich geheilt ist mit denen falsch? Ich bin der aus der Enge der Tür des Lichts herausgeht. Oje. Nichts wie weg hier. Die sind auf alle Fälle irgendwie, weiß nicht, haben wahrscheinlich ihre Einbalsamierungsstoffe geschnüffelt oder sonstiges, weiß ich nicht, oder ein paar Cremes inhaliert. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich gleich hier vorne rauskomme, um dem zwielichtigen Typen mal hier ein bisschen auf die Finger zu schauen, ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Mal zu fragen, was denn los ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie schon die Lieferung nicht ganz koscher ist. So, Freundchen. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst.
Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Korrekt, das machen wir gleich. Allerdings haben wir hier noch ein Papyrus, was wir finden müssen. Wo haben wir das denn? Ganz kurz schauen. Ah ja, 30 Meter entfernt. Das holen wir uns auf jeden Fall gleich mal, bevor wir hier abdackeln. In der Hoffnung, dass wir da gleich direkt hinkommen. Wir müssen natürlich erstmal den Eingang finden. Das ist hier irgendwie eine ziemlich dicke Tempelmauer. Irgendwie kommen wir da nicht so richtig rein. Natürlich hat das Ding auch ein Dach. Wie soll es auch anders sein? Also ich denke mal hier vorne irgendwie runter und dann direkt in Richtung Eingang. Okay, was haben wir denn? Brennender Busch. Wenn du zum anderen Ufer des Nils in Nomos Inepeje gehst, findest du einen Gipfel mit einem großartigen Ausblick auf den Fluss. Sieh dich um, dann komm und finde mich. Ich verstecke mich unter dem einzigen Baum in der Umgebung. Alles klar, wissen wir Bescheid. Denken wir mal, könnten wir vielleicht relativ einfach finden, wenn es nur ein einzelner Baum ist. So, wo verstecken sie sich denn hier mit der Quest? Ach, hier vorne am Eingang. Ich habe gar kein Quest-Symbol gesehen. Wo sind wir denn? Wir sind ganz am Arsch der Heide. Da oben im Tempel haben wir einen Schnellreisepunkt in der Nähe. Irgendwas? Nö, ganz offensichtlich nicht. Okay, dann müssen wir halt einfach zu Fuß hin. Nützt alles nichts. Ah, vielleicht finden wir unterwegs noch was Schönes. Das könnte durchaus sein. Ah, Moment, einmal hier wieder raus. Bevor ich wieder den falschen Weg nehme, denn ich hätte ja hier schon einmal kurz abbiegen können, um rauszukommen aus dem Tempel. Hoffe ich, glaube ich. Ja, ich bin hier schon wieder irgendwo im Hinterhof gelandet. Verdammt Axt aber auch, Mensch. Das sieht alles gleich aus. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, ich kletter einfach gleich über die Mauer. Das macht es einfacher. Okay, sehr schön. Cool, dann holen wir kurz noch ein Pferdchen ran. Wir hoffen, dass nicht wieder irgendwelche Leute über den Haufen rennt. Das können wir dann entsprechend machen. So, dann einmal hier in Richtung Markierung. Mal schauen, ob wir da irgendwie was finden, schon als Hinweis, warum das Natron verunreinigt ist. Aus dem Weg, bitte. Wir haben auf jeden Fall schon wieder eine Markierung für Aufrüstmöglichkeiten unserer Ausrüstung. Würde ich mir gleich mal anschauen. Können wir übrigens auch jetzt gleich mal kurz machen. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, wir haben wieder genügend Kieselsteinchen hier, diese komischen... ich vergesse aber den Namen, wie die heißen, dieses Kohlenstoffdingens da. Kohlenstoffkristalle, genau, haben wir wieder genug gefunden, sodass wir jetzt hier die Armschiene aufrüsten könnten. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Eine Stufe fehlt dann noch und da brauchen wir dann entsprechend, was brauchen wir dafür? Nochmal 5 Stück insgesamt. Und was haben wir denn hier Schönes? Wir brauchen auf jeden Fall wieder Pelz und schweres Leder. Mal ganz kurz schauen. Naja, wir gucken mal. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch auf dem richtigen Weg hier in Richtung, ja, Quest mehr oder weniger, am Lagerhaus. Aber ich denke mal tatsächlich, dass wir dann hier vorne auch gleich ein paar Wachen... Ah, ein Krokodil. Hallo, Krokodil. Okay, sehr schön. Das Krokodil ist schon erledigt. Dann einmal kurz hier in Richtung Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Oh. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Salz ist billig.
Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er hätte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte. Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Oh Mann, ey. Sieht aus wie Michael Jackson. Unglaublich. Mann, ey. Nase abschneiden ist nicht höflich. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Okay, auf jeden Fall haben wir da vorne schon wieder die Eingänge, wo wir hin müssen. Und irgendwie haben wir hier noch irgendwas in der Nähe. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, wir haben auf jeden Fall nur Eingänge hier vorne. Haben wir hier noch irgendwie einen Schatz oder sowas? Ich muss sagen, Senus Wahrnehmung ist doch schon tatsächlich recht groß geworden. Die sieht schon sehr, sehr viel, die Kleine. Kurz gucken. Wir schauen mal ganz kurz nach. Ich markiere mal kurz den Schatz. Ist das ein Lager hier, was wir angreifen müssen? Ganz kurz gucken. Ne, das ist tatsächlich hier der Außenposten. Naja, gut, das macht nichts. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier in Richtung der Tunnel. Ich hoffe mal, dass wir dann irgendwie direkt reinkommen, um den Priester zu finden. Bin mal gespannt, was er für eine Ausrede hat. Vielleicht arbeitet er wirklich für die Echse. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die dann gerne dafür sorgen, dass hier genügend Chaos in Memphis herrscht, um vielleicht den komischen Typen da, ich weiß nicht, wie er heißt, ich habe den Namen vergessen, zu stürzen. Töte alle Banditen der Höhle. Das machen wir doch gerne. Natürlich. Wir schauen uns natürlich aber erstmal um. Nicht, dass wir dann versehentlich in den Hinterhalt laufen oder sonstiges. Das wäre jetzt nicht so schön. Also auch nicht dramatisch, klar, aber trotzdem. Aber hier ist nur der Eingang. Okay, alles klar. Dann scheint es tatsächlich nur einen Weg zu geben. Oh, hallo Kiste. Wir können auf jeden Fall auch schon mal die Fackel weglegen, denn die haben auf jeden Fall genug Licht. Das sollte eigentlich einigermaßen passen, dass wir genug sehen. So, wo haben wir denn hier die Freunde? Weißt du, wieso der Leib? Hey! Hä? Verstanden. Ich bin auf der Hut. Hey, was? Hey! Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Ich töte dich! Du kannst dich gleich zu deinen Freunden legen, während sie die alle abmurkse, sollte ich das Problem nennen. Die schnarchen immer so schön. Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Das war's schon mit der Quest. Okay, ich hätte ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie eine Folgequest oder sonstiges. Vielleicht kriegen wir noch eine Folgequest. Mal schauen. Erstmal kurz ganz den Kram hier mitnehmen. Kohlenstoffkristallen, sehr schön, können wir gebrauchen fürs Aufrüsten unserer Ausrüstungsgegenstände. Gucken wir noch rein. Sehr schön, da gucken wir gleich mal rein. Huch, nicht durchs Feuer laufen. Erstmal hier hinten gucken, ob wir hier noch was haben zum Plündern. Hier ist nichts, so wie es aussieht. Kurz gucken. Nee, alles in Ordnung. Okay, super. Dann können wir jetzt hier rein. Ach hier, Pascharemta. Den meinte ich gerade, dass der vielleicht gestürzt werden soll. Können wir den Namen nicht merken. Oh, was haben wir hier Schönes? Interagieren. Mein Kind, ruhe nun in ungestörtem Schlummer. Mögest du bis in alle Ewigkeit durch grüne Felder neben jenen wandeln, die vor dir geherrscht haben. Mögen die Götter deiner noblen Herkunft gebührend über dich urteilen. Okay, alles klar, hier scheint also ein Kind irgendwie begraben zu sein. Scheint tatsächlich irgendwie was Religiöses zu sein, doch etwas, ja, wohlhabender. Es ist eine einzelne Gruft oder einzelne Grabkammern, ist eigentlich eher selten gewesen. Soweit ich das in Erinnerung habe.
Naja, wir schauen mal. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt die Quest noch mit der Echse am Start. Die kann ich ja schon mal markieren, denn... wo haben wir sie denn? Die Maske der Echse. Es wundert mich echt, dass jetzt tatsächlich keine... Also keinen weiteren Teil gibt von dieser Quest. Das ist ein bisschen merkwürdig. Einfach so zu Ende. Ohne Hinweise, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. Eigentlich sehr ungewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht ist ja irgendwie noch eine neue Quest aufgetaucht jetzt hier als Folgequest. Hier unten haben wir noch Straßenkinder, die hatten wir ja schon gesehen. Aber ansonsten sehe ich hier keine weiteren Quests, die irgendwie aufgeploppt sind oder so. Okay, dann ist die Quest einfach zu Ende. Ja, Mensch. Warum auch nicht? Und da vorne haben wir auf jeden Fall die Villa, die ich vorhin noch gesehen hatte, wo der Schatz drin liegt, bevor wir in die Höhle rein sind. Jetzt können wir da mal ganz kurz noch holen. Mal ganz kurz Zello rufen und schauen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Was haben wir hier Schönes? Da ist nur wieder ein Eingang. Den brauchen wir allerdings gerade nicht. Da mal ein Schatz. Okay, alles klar. So, da ist auch ein Schatz. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Oh, oh, da kommt jemand. Shit. Ich wollte ihn gerade noch entsorgen, den Typen. Okay, der geht nach oben, den können wir also gleich von hinten erdolchen, wenn er schon oben ist. Wir hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Ist hier irgendeine Wache, die uns sehen kann? Nö, tatsächlich nicht. Alles klar, dann machen wir den riesen Brocken mal kalt. Was sie da mal für riesen Leute ausgraben hier als Hauptmänner. Unglaublich, ey. Gefühlt hier 2,10 Meter und 150 Kilo oder so, oder noch schwerer. Sehr schön, cool. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Hier das Ding haben wir gefunden. Dann können wir dann hier uns beim nächsten Mal, wenn wir dann hier weitermachen in Memphis, noch die restlichen Quests anschauen. Vielleicht mal noch die anderen Fragezeichen erkunden. Ich denke mal, da finden wir auch noch die eine oder andere spannende Sache. Bin schon sehr gespannt, was wir denn da finden werden. Ansonsten haben wir hier noch die versunkene Krypta, noch einen Schatz zu plündern und hier vorne noch die ganzen Schnellreisepunkte hier zum Holen. Und der Phylakitai, ach nee, den haben wir, Quatsch, Phylakitai ist ja schon, der Phylakis, den haben wir ja schon erledigt hier beim Anfang. Der ist auf jeden Fall auch Geschichte. Okay, ich würde sagen, das soll es dann erstmal gewesen sein für die heutige Episode. Ich sage schon mal danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da für das Video. Und wenn ihr neu hier seid und euch gefällt, was ihr gesehen habt, dann lasst mir gerne auch ein Abo für den Kanal da. Ansonsten sage ich schon mal schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.